Kleine Zauberbuchprägung. Gewährt dem Zauberwirker auf Zugriff auf einen kostenlosen Zauber aus dem Zauberbuch des anwesenden Zauberers, wodurch er den Zauber der Stufe 3 oder niedriger bewirken kann, der sich derzeit nicht in seinem Zauberbuch befindet. Nö, nicht wirklich. Ich nehme mal auch Feuerschaden hier und das Feuerschild. Was haben wir noch? Das war der ätzende Abfluss, den brauchen wir nicht unbedingt. Ne, nehmen wir den Feuerschild mal. So. Criticism is easier than creation. Autanische Wachen. Kerkermeister, du hast hier gerade niemanden eingesperrt. Doch, da. Das ist eine Wache? Mein Kopf. Ja. Ich sehe nur selten, dass Astura sein Büro verlässt. Mhm. Gucken wir mal hier rein. Noch eine Wache. I got it. Die nicht ansprechbar ist. Mit Essensresten befleckte Strichlisten stecken unter diesem Schlachtfeldmodell und deuten darauf hin, dass es Freizeitzwecken diente. Mhm. Muss ich das verstehen? Mit Essensresten befleckte Strichlisten stecken unter diesem Schlachtfeldmodell und deuten darauf hin, dass es Freizeitzwecken diente. War das mal eine Tischtennisplatte oder was? Wieder eine Koralle. Auf der Tafel unter der Koralle steht, so wie wir Korallen formen, werden wir Nationen formen. Der Sieg ist unser, euer Ranganui. Ja. Hi. Der Mann hinter dem Schreibtisch blickt dich aufmerksam und ohne zu blinzeln an. Sein Gesichtsausdruck ist vollkommen offen. Angesichts seiner glatten Gesichtszüge fällt es schwer, sein Alter zu bestimmen. Die Falten an seinen Augenwinkeln deuten jedoch darauf hin, dass er nicht mehr allzu jung sein kann. Er neigt seinen Kopf und mustert dich. Bevor er weiterspricht, macht er eine Pause. Ein klein wenig länger, als man normalerweise erwarten würde. Als er dich den Mund aufmacht, verschränkt er seine Unterarme über seiner Brust und antwortet mit einem langsamen, vorzüglich höflichen Kopfnicken. Die ganze Geste ist so perfekt choreografisch, dass er bestimmt sehr oft geübt haben muss. Watcher Nui, the Lord of Cadnua. Hagrim Nui. Ja, der große, also ich bin der große Wächter, der Fürst von Cadnua. Er schenkt dir glattes halbes Lächeln, das eine Reihe von perfekten spitzen Zähnen offenbart. In seiner Sprechpause, in der er dich vorsichtig anstarrt, bemerkst du, dass er dich genau studiert. I'm not one for ostentation, but your remarkable display at Queen's birth suggests that you are an individual with skills, not mere style. Ich habe für Großtuerei nichts übrig, aber deine bemerkenswerten Taten am Ankerpass der Königin lassen mich denken, dass du eine Person mit Fähigkeiten bist und nicht nur mit Stil. Erstmal frage ich höflich, wer du bist. Atsura, Grand Secretary of the Royal Deadfire Company. Ich bin Atsura, Großsekretär der Königlichen Großfeuergesellschaft. Es klingt wie ein bedeutender Titel, aber er spricht ihn ohne Emotionen aus. Er könnte genauso gut die Farbe seiner Kleidung beschreiben. Was ist hier deine Aufgabe? Raotai has long maintained trade interests in the region. Raotai hat seit langem Handelsinteressen in der Region. Er schenkt hier wieder dieses ungewöhnlich gelassene Lächeln. While our homeland is rich in saltpeter, the violent climate and rocky soils make it a poor source for most other basic staples. Unser Heimatland ist reich an Salpeter, doch das harsche Klima und der steinige Boden machen es zu einer schlechten Quelle für die meisten anderen Dinge, die man zum Leben braucht. It's my business to look after the mainland's interests here. Es ist meine Aufgabe, die Interessen des Festlandes hier zu verfolgen. Er breitet seine Arme aus und deutet auf sein recht schlichtes und dunkles Büro. Beinhalten diese Interessen auch leuchtenden Adra. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Wen hast du verärgert, dass du im Keller gelandet bist? Komm zur Sache, was willst du von mir? Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Und es ist ein Vergnügen, jemanden mit solch kultivierten Manieren kennenzulernen. Er nickt und gibt das Kompliment zurück. I wish I had been there to see your grand entrance at the palace, but
I avoid Serpent's Crown as much as possible. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen, um deinen großen Auftritt im Palast zu sehen. Aber ich vermeide die Schlangenkrone so gut ich kann. It is a place of entirely too much talk. And I find that the more talk one hears, the less it means. Es ist ein Ort, an dem entschieden zu viel geredet wird, und ich empfinde die Gespräche immer weniger bedeutend. Je mehr man davon hören muss. Er lächelt. Scheint, als wärst du nicht so ganz so glücklich mit deinen Nachbarn hier. Such is the world we live in. Were it different, all the locksmiths and masons in Aora would be out of work. So ist die Welt, in der wir leben. Was wäre es anders, dann hätten all die Schlosser und Maurer in Aora keine Arbeit mehr. Er zuckt mit den Schultern und breitet die Arme aus, als ob die Logik augenscheinlich wäre. Ja, Schlosser müssen nicht unbedingt nur Schlösser machen. Aus anderen Spielen kenne ich, dass Schlosser auch Werkzeuge herstellen können. Also gerade Feinwerkzeuge gehören zur Praktik der Schlosser noch dazu. Dietriche, Hust, Hust. And here our neighbors include a nation of pirates and a fractured people led by a figurehead. To say nothing of the Valians. Und hier sind unsere Nachbarn, eine Nation von Piraten und ein gespaltenes Volk, das von einer Marionette geführt wird. Ganz zu schweigen von den Valianern. Leave it to them to observe a substance that occurs nowhere else on Aora and immediately set about pulverizing it for profit. Es sieht ihnen ähnlich, eine Substanz zu entdecken, die sonst nirgendwo in Aora vorkommt, und sich sofort daran zu machen, sie zu pulverisieren und Profit zu erzielen. Eine Welle von Abscheu kommt kurz über seine Gesichtszüge. Was würdest du damit tun? Sie verwenden ihn auch, um die Wissenschaft der Beseelung voranzubringen. Das ist töricht und kurzsichtig von ihnen. Im Boden bringt er niemandem etwas. Besser, wenn man ihn nutzt. Was würdest du damit tun? Nichts. We know too little about Luminous Ardra to understand the consequences of ripping it out. Wir wissen zu wenig über leuchtenden Ardra, als dass wir verstehen könnten, welche Konsequenzen es hat, ihn aus dem Boden zu reißen. Er machte eine Pause und betrachtet dich. Perhaps you can help me keep them from doing more harm. Vielleicht kannst du mir helfen, sie davon abzuhalten, noch mehr Schaden anzurichten. Was hast du im Sinn? Ich will mich nicht für euch mit den Valianern anlegen. Wenn es ein Problem gibt, werde ich gern helfen, so gut ich kann. Das kommt darauf an, was damit für mich rausspringt. Das klingt nicht, als ob es irgendwas ist, mit dem ich zu tun hätte. Was hast du im Sinn? The demand for Luminous Ardra has sent the Valian Trading Company into a frenzy. Die Nachfrage nach leuchtendem Ardra hat die valianische Handelsgesellschaft in den Wahnsinn getrieben. Their expeditions grow too bold and their officers too greedy. Ihre Expeditionen werden zu wagemutig und ihre Offiziere zu gierig. Er spitzt die Lippen, als hätte jemand bei einer Dinnerparty seine Manieren vergessen. Worse, their rapid expansion attracts pirates and threatens the outlying Juana tribes. This risks souring the Kahanga royals against all foreign involvement. Noch schlimmer, ihre rasante Expansion lockt Piraten an und bedroht die entlegenen Juana-Stämme. Das birgt die Gefahr, dass sich die Könige der Kahanga jeder fremden Einmischung verwehren werden. Er neigt den Kopf, als ob er gleich ein Geheimnis verraten würde. But you can curtail their growth. Aber du kannst ihr Wachstum hemmen. Es geht euch nicht um das Wohl des Todesfeuers, es geht darum, dass sie euch überholen. Was erwartest du, dass ich tue? Ich will die valianische Handelsgesellschaft nicht untergraben. Was erwartest du? The Valians have sent an expedition to Poco Kahara. A storm-wrecked island believed to house a vein of Luminous. Die Valianer haben eine Expedition nach Poco Kahara geschickt, eine von Stürmen geplagte Insel, auf der man eine Ader von leuchtendem Ardra vermutet. I hear you accomplished an incredible feat in restoring the Luminous Ardra near Port Maje. Ich hörte, du hast eine unglaubliche Tat vollbracht und den leuchtenden Ardra bei Port Maje wiederhergestellt. Oder er spricht absichtlich immer in der Gegenwart. Er mustert dich erneut mit diesen starren Augen. If your abilities allow you to do that, then perhaps you are also capable of the opposite. Wenn deine Fähigkeiten dir ermöglichen, das zu tun, kannst du vielleicht auch das Gegenteil tun. Find the Luminous Ardra at Poco Kahara. Render it unusable to the Valians. Finde den leuchtenden Ardra auf Poco Kahara. Mach ihn für die Valianer unbrauchbar. This should encourage them to develop the resources they have, rather than reaching for more.
Das soll sie ermutigen, die Ressourcen zu entwickeln, die sie haben, statt mehr, nach mehr zu greifen. Seine Augenbrauen heben sich ein wenig, sowohl eine Aufforderung als auch eine Einladung. Ich dachte, du würdest dir Sorgen darum machen, den leuchtenden Adra zu stören. Deeply. Zutiefst, Hagrim. Er runzelt die Stirn. Mit jeder Falte scheint sich seine Laune zu verschlechtern. Oh, plötzlich verfliegt diese Laune. But if a small sacrifice here will discourage the Valians from further ventures, then it is a worthwhile risk. Doch wenn ein kleines Opfer hier die Valianer von weiteren Unternehmungen abhalten wird, dann lohnt sich das Risiko. Das werden wir sehen. Deadfire is a tumultuous place. Consider the value of an ally with ships, cannons, and the backing of a great empire. Das Todesfeuer ist ein turbulenter Ort. Bedenke den Wert eines Verbündeten mit Schiffen, Kanonen und der Unterstützung eines großen Reichs. Er schenkt dir ein beschwichtigendes Lächeln. I do not have the precise location of Pococahara, but the tribe on the nearby island of Tikawara could probably help. I suggest starting there. Ich kenne die genaue Position von Pococahara nicht, aber der Stamm auf der naheliegenden Insel Tikawara könnte dir da wahrscheinlich helfen. Ich schlage vor, dort anzufangen. Er markiert eine kleine abgelegene Insel auf deiner Karte. Now, what else can I do for you? Nun, was kann ich sonst noch für dich tun? Was genau ist eigentlich die Messing-Zitadelle? Er schaut dich zögernd an, als wäre die Antwort offensichtlich. It's a trading post, of course. Sie ist natürlich ein Handelsposten. Dein Handelsposten hat hohe Mauern, Kanonen und Wachtürme. Worth building is worth protecting. Alles, was es wert ist, aufgebaut zu werden, ist es auch wert, beschützt zu werden. Na, fragen wir nochmal. Womit handelt ihr? Rauatai is rich in saltpeter, copper and a few other profitable minerals. We generally trade for food and timber, which grow poorly in the rough country. Rauatai ist reich an Salpeter, Kupfer und ein paar anderen profitablen Mineralien. Wir tauschen es in der Regel gegen Nahrung und Nutzholz, die nur schlecht in dem rauen Land wachsen. The Valians have become aggressive competitors in recent years, but our ships were plying the seas long before the Republics declared independence. Die Valians sind in den letzten Jahren zu einer aggressiven Konkurrenz geworden, aber unsere Schiffe haben die Meere schon durchquert, dass die Republiken noch lange nicht ihre Unabhängigkeit erklärt haben. We learned the value of defending our goods and ships long ago. Wir haben den Wert der Verteidigung unserer Waren und Schiffe vor langer Zeit erkannt. Er lächelt gelassen. Clear skies. Klare Himmel, Hagrim. Er neigt seinen Kopf und blickt dich ohne zu blinzeln an. Wir können nochmal fragen. It's a trading post. Na, wenn du das sagst. Das habe ich getan. Er blinzelt dich an. Du scheinst anders als der Rest der königlichen Todesfeuergesellschaft zu sein. Wie meinst du das? Deine Augen sind aufmerksam und völlig ausdruckslos. Du bist kein Soldat, du bist nicht leicht durchschaubar. Komm schon, du weißt genau, was ich meine. Du bist nicht leicht durchschaubar. It comes from years of practice. It's the only way I've learned to beat Karanui at Hazatoa. Das kommt von jahrelanger Übung. Das ist der einzige Weg, mit dem ich Karanui im Hazato schlagen konnte. Ich würde auch gerne mal Hazato spielen. Du scheinst ein anderer. How do you mean that? Du bist kein Soldat. Rauatai is composed of many types, but it's true, many here are soldiers and engineers. In Rauatai gibt es viele verschiedene Arten von Menschen, aber es ist wahr, viele hier sind Soldaten und Ingenieure. None of whom are especially diligent about paperwork. Und keiner von denen kümmert sich besonders gewissenhaft um Dokumente. Er breitet seine Arme aus, um auf die vielen Rollen auf dem Schreibtisch und in den Regalen hinter ihm zu verweisen. How do you mean that? Komm schon, du weißt, was ich meine. Er senkt seinen Kopf, aber beobachtet dich die ganze Zeit. Are you making advances at me? Machst du mir etwa Avancen? Er hat immer noch nicht geblinzelt. Nein. For the best. This would be a most inconvenient time to begin an attachment. Es ist besser so. Das wäre eine höchst unpraktische Zeit, um eine Beziehung anzufangen. Dann leb wohl. I'm here. Gott. Was für ein seltsamer Kerl. Sei gegrüßt, Jägerin. Du sollst deine Fähigkeiten irgendwann einmal an dem Bestien von Rauatai versuchen. Hier würden wir nur stehlen. Was ist unter dem Kopfkissen hier? Ein paar Bittergurkensamen stecken hier unter dem Kopfkissen. Ja, super.
Diese Gewehre sehen aus, als würden sie gut gewarnt und jederzeit einsatzbereit sein. Ja, in Notfällen. Die meisten dieser Papiere sind Briefe nach Hause. Fast alle loben das Wetter im Todesfeuer. Jemand hat einen ernsthaft gemeinten, aber entsetzlichen Versuch epischer Dichtkunst gewagt. ja. Treu sogar im Tode. Hä, rede ich? Das sieht so aus, als ob ich mit dem Topf reden würde. So, wenn wir hier rausgehen, wo landen wir dann? Weil nicht, dass ich wieder in so einen abgegrenzten Bereich komme hier. Ah, ich lande hier hinten. Oh, hier ist eine Kiste, okay. Und ein Fass, das hat sich ja sogar rentiert. Fast. Das meiste kann ich zu Geld machen. Ja, kaiserliches Kommando. Hier oben komme ich. Ich komme nur hier in diese Verbindungsstraße, aber sonst mehr nicht. Okay. Wahrscheinlich schaffen wir die Messing-Zitadelle heute noch.